Das wäre jetzt sehr kurzfristig. Wir werden jetzt den Verlauf mit dem Gespräch von Herrn Schindler abwarten, welche Erklärung wir auch bekommen für den Aktenfund, aber auch vieles andere mehr. Ich habe dieses Schreiben aus Großbritannien und so weiter angesprochen und dann, glaube ich, so war es auch verabredet bei dem Gespräch mit Herrn Professor Lammert, werden wir auch eine zweite Runde mit Herrn Altmaier und gegebenenfalls auch Herrn Professor Lammert drehen müssen, wenn bis dato nicht wirklich ein deutliches Signal gesetzt wird, dass man in Zukunft die Rechte des Ausschusses respektiert und uns nicht versucht, an jeder Stelle Steine in den Weg zu legen, so wie wir es im Augenblick auch erfahren haben. Danke. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir stehen vor einem interessanten Untersuchungsausschusstag. Erstmal werden wir heute Morgen mit BND-Präsident Schindler sprechen über die Fragen, die eben schon die Kollegin Renner erörtert hat, nämlich wie es dazu kommen konnte, dass Vollständigkeit erklärt wurde, obwohl die Akten noch nicht vollständig vorlagen. Unser Eindruck ist tatsächlich, dass das auch mit der Aktenführung innerhalb des BND zu tun hat. Aber diesbezüglich werden wir jetzt erstmal interessiert nachfragen, wie das im Einzelnen abläuft. Dann werden wir einen sehr interessanten Zeugen hören, Herrn Uhrmann, der in der fraglichen Zeit an einer sehr relevanten Stelle innerhalb des BND diese Kooperation mit dem BND, mit der NSA bei der globalen Metadatenerfassung und Inhaltsdatenerfassung gemeinsam mit organisiert hat. Und schließlich bezüglich des Handys des Vorsitzenden will ich auch sagen, wir halten uns da zurück. Ich glaube in der Tat, es lenkt erstmal ab von den Dingen, die wir hier miteinander bereden und die wir als Ausschuss versuchen aufzuklären. Die Hintergründe sind hinreichend nebelig. Dass es passiert ist, ist natürlich nicht schön, aber sozusagen da Rückschlüsse zu ziehen, was die Hintergründe sein könnten, sind Spekulationen. Vielleicht nochmal ausgehend zu dem Punkt, warum wir so kritisch auf diese neuen Akten, die jetzt aufgetaucht sind, zum Projekt Lohteig reagieren. Es fügt sich eben ein in eine Politik des BND gegenüber diesem Ausschuss, das auf Ausbremsen der Aufklärung setzt und nicht auf eine selbstbewusste, transparente Aktendarbringung gegenüber diesem parlamentarischen Gremium. Und deswegen ist es schon sehr ärgerlich, wenn dann sowas passiert. Und wir erwarten sehr präzise Antworten des Präsidenten. Der Ausschuss tagt jetzt seit fast einem Jahr. Wie bewerten Sie das Vorankommen, gerade mit Blick auf die Bemühungen des britischen Geheimdienstes, die Arbeit des Ausschusses zu behindern? Also ich glaube, dieser einzige Untersuchungsausschuss zur Aufklärung dieses globalen Überwachungsskandals kommt gut voran. Die Akten sind zwar nur stückweise vorhanden, teilweise massiv geschwärzt, trotzdem sind die Operationen, mit denen wir uns auseinandersetzen, die Zahlen, die wir erfahren, die Zusammenhänge, die wir verstehen, die Austausche und Kooperationen zwischen Five Eyes und dem BND sehr aufschlussreich und helfen uns sozusagen die Kenntnisse, die wir von Snowden bekommen haben, zu ergänzen und auch sehr frappierende Probleme bei der Nachrichtengewinnung deutscher Dienste aufzudecken und diesbezüglich dann eben auch als Parlament einen Reformbedarf zu formulieren. Also wir sehen uns, glaube ich, fraktionsübergreifend auf einem sehr guten Weg, aber das ist optimierbar und gerade die Kooperation des BND ist optimierbar und wir haben auch die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir eben entscheidende Zeugen hier noch hören, die uns auch im Hinblick auf die Sichtweise der NSA, auf die Haltung der NSA bei der Kooperation mit dem BND hier zusätzliche Aufklärung verschaffen. Noch eine Frage, der Begriff BND-Leaks hat seit gestern noch eine neue Dimension. Was sagen Sie zu Meldungen nach dem Wasserhähnen auf der bestbewachten Baustelle Deutschlands? Ja, das ist natürlich schlecht. Ein Fußballspieler hat mal gesagt, hast du Scheiße am Hacken? So, also ich glaube, das ist für den BND, kommt noch dazu. Das Projekt selbst, hier Milliarden schwer nach Berlin-Mitte umzuziehen, war ja hoch umstritten. Wir haben das als Grüne sehr kritisch gesehen, einfach wegen der Kosten und der Verhältnismäßigkeit. Und es heißt immer, es ist die bestgesicherte Baustelle der Welt oder zumindest der Republik.
Wenn da aber Leute reingehen können und heimlich Wasserhähne abbauen, dann stellt man sich natürlich die Frage angesichts der Bedrohungslage auch mit befreundeten Diensten, wer da alles heimlich eindringen kann, um Dinge einzubauen. Insofern ist das tatsächlich ein Problem und wir verlangen Aufklärung neben der Tatsache, dass der Sachschaden, der wohl ganz erheblich ist, natürlich ein Ärgernis ist bei den Kosten, die sowieso schon bestehen. Ganz herzlichen Dank, einen interessanten Tag.